Ach, übernimmst du das Interview? Ja. Und wie ist das bei dir? So, wir fangen an. Warte mal. Ja. Wir fangen so an. Ich sehe schon, das wird lustig. Da bin ich! Yay. Hier ist er, Russ Anthony. Hallihallo! Wir sind heute auf der Sims 3 einfach tierisch Präsentation und wie ihr schon seht, er hat sich ja schon vorgestellt, Ross ist bei uns. Und ist einfach tierisch gut drauf, ja? Ja, wie immer. Ich freue mich wahnsinnig, dich kennenzulernen. Ich habe mich echt auf das Interview heute gefreut. Oh. Wie lange Zeit hast du dann? Wie lange kannst du reden? Das hängt, glaube ich, von dir ab, okay. Wie lange du Lust hast. Okay. Meine erste Frage, wir sind alle neugierig, wie ist das Spiel? Du hast es schon gespielt. Wie ist das Spiel? Ja, okay, ich habe das sehr lange gespielt und ich muss ehrlich die Geschichte dazu erzählen. Ne? Ich habe jahrelang Sims gespielt und ich bin nicht einfach so ein prominentes Gesicht dazu genommen. Die wussten schon, die ganzen Leute, die das alles organisiert haben, dass ich gerne Sims spiele. Und ich habe immer auch nachgefragt, oh, wann kommt endlich die Sims für Tiere? Und dann, wurde irgendwann mein Traum in Erfüllung gehen. Und das war wirklich ein schönes Gefühl. Das kam so weit, dass die haben gesagt, okay, wann machen wir das? Nicht wegen mir, aber die wollten das, weil sehr viele Leute haben nachgefragt. Und dann kam natürlich einfach tierisch auf den Markt und ich habe mich wirklich gefreut. Weil es ist nicht nur, dass du die Sims auch kreieren kannst oder gestalten kannst, es ist auch jetzt mittlerweile, dass du die Tiere auch machen kannst. Du kannst die auch lebensecht machen oder fantasievoll kreieren. Und die haben auch eigene Willen. Ne? Wenn man nicht gut über die Tiere aufpasst, dann machen die genau, was die wollen. Mir ging es ja so, ich habe mit meinem Bruder, als die Sims 1 rauskam, wir haben echt tagelang durchgezockt. Ja, also kennst du das? Ja, und deswegen, dass ich dunkle Ringe um meine Augen habe, weil es wird eine Sucht, ne? Aber eine gute Sucht. Ne? Du siehst gut aus, du hast gar keine dunklen Ringe. Ich bin geschminkt. Ich verrate alle meine Geheimnisse, warte mal. Okay, wir machen weiter. Aber nee, das Ding ist mit den Sims, man muss alles erstmal aufbauen, ne? Und das dauert ein bisschen, bevor man richtig spielen kann. Aber das ist auch der Spaß daran. Ne? Man kann die Figuren gestalten, wie man will und auch die Tiere. Und man kann auch die Farbe von den Augen aussuchen, den Mundwinkel, alles Mögliche. Ne? Und es ist wirklich schön. Und für mich finde ich ein gut gelauntes Spiel. Es gibt zu viele von diesen Kriegsspiele und furchtbare Spiele, wo man immer so macht und kommt nie runter. Aber es ist ein Spiel, wo man wirklich die Zeit genießen kann und das alles machen kann, was vielleicht nicht im Leben hat oder erreicht in dem Moment. Ne? Und das ist schön. Ich finde, ich habe meine komplette Familie gestaltet, ne? und meine Hunde auch und Hühner und alles Mögliche. Und was schön ist, dass ich kann meinen Eltern sagen, was die machen müssen. Und es ist nicht andersrum. Und ich kann nichts dagegen sagen. Du bist ja Hundeliebhaber. Du hast ja zwei Toy Terrier, ja. Inka und Sky. Und Skyler, ja. Und ihr wart zusammen beim Hundeprofi, beziehungsweise der war bei euch, stimmt? Ja, der Martin Ritter kam zu uns, auf Wunsch, mein Mann. Na, er wollte das unbedingt haben und machen. Ich war der Meinung, meine Hunde sind gut erzogen, die brauchen das nicht. Aber als nach dem ersten Tag Martin zu mir gesagt hat, du bist eigentlich schuld und nicht meine Hunde, war nicht so ein schönes Gefühl. Also ich habe die Sendung geliebt. Ich weiß nicht, wenn ihr die nicht gesehen habt. Wir haben auf jeden Fall Spaß gesagt. Und es ist nicht, ich finde, was Martin macht, ist auch super. Und ich finde, er hat natürlich, der kann viele Tiere, viele Hunde im Prinzip helfen. Aber ich habe da nicht das Gefühl, dass er mein geholfen hat. Vielleicht wollte ich das nicht so. Ich meine, meine Hunde sind gut erzogen. Die bellen ein bisschen, was Hunde auch, die dürfen das. Das ist, wie die sprechen. Und die sind sehr... Die sind meine Hunde, ne? Die sind sehr abhängig, ne? Auch an mich. Und das ist für mich sehr wichtig. Und ich will nicht, dass meine Hunde zu jeder hingeht und schnuffelt und begrüßt und so. Weil die sind meins. Die sind mein Ein und Alles. Die sind wie für mich meine Ersatzkinder. Das hat man in der Sendung auch gesehen. Ja, auf jeden Fall. Du liebst die zwei. Ja. Auf jeden Fall. Ich liebe nicht nur meine Hunde. Ich liebe meine Hühner auch, meine 7 Hühner und meine 80 Fische. Deine 80 Fische? Ich liebe meine Fische. Und ich weine, wenn eine stirbt. Warte, haben die alle Namen? Die haben alle Namen, die wurden alle von meinen Fans genannt. Von deinen Fans? Ja, ich hab die alle gefragt und ich habe so viele Leute, die das geschrieben haben, so viele tolle Namen. Ich habe das alles aufgeschrieben auf einer Liste und ich weiß jeder Name von meinen Fischen auch. Aber die vermehren sich so toll. Das Ding ist, ich muss auf jeden Fall das nochmal machen. Und meine Hühner geht es auch gut. Die liegen nicht nur
normalen Eier, die liegen blaue Eier und grüne Eier auch. Ja, die sind speziellen Hühner. Wir speziellen haben Ross Anthony Hühner. Richtig. Es kommt darauf an, was sich die füttern. Nee, aber wir haben die in England, weil wir haben unsere Pension dort. Mhm. Und was schön ist, die Gäste, die bekommen frische Eier morgens von unseren Hühnern und dann wir backen unsere Brot und machen wir unsere eigene Marmelade und so. Die Gäste haben das gut bei uns. Hattest du denn auch schon mal negative Ereignisse mit Tieren? Ich will jetzt auf nichts anspielen, Herr Dschungelkönig. Nee, ich habe nicht Negatives in dem Sinn, aber ich habe schon sehr viel Respekt für manche Tiere. Zum Beispiel, ich habe mit einem, ein Nilpferd gedreht und da hatte ich schon Angst, weil die sind große Tiere, ne? Man weiß nicht wirklich, was die denken und die können, ich habe schon Filme gesehen, wo die einen Arm abgebissen haben und so und von einem Menschen und so und man hat schon sehr viel, ich habe Angst ins Wasser zu gehen auch, im Meer, da habe ich richtig Angst, weil ich weiß nicht wirklich, was darunter ist, ne? Und da habe ich Angst von Haie und Walen und so, aber sonst, alle anderen Tiere habe ich keine Angst, auch von Spinnen habe ich keine Angst mehr und Ratten auch nicht mittlerweile. Ich habe wirklich eine Phobie gehabt. Ne? Ich habe Ratten überhaupt nicht gemocht, aber jetzt kann ich schon in gleichen Raum wie mit einer Ratte sein. Dank des Dschungelcamps oder? Dank des Dschungelcamps? Nee, dank die Sims eigentlich. Wo wir wieder geschickt beim Thema wären. Genau, es ist einfach tierisch. Was ist mit dir los? Ich habe hier voll den Vollprofi neben mir sitzen. Ich muss immer nur eine Sache sagen, was ganz wichtig ist für mich wegen die Sims. Ne? Und das ist halt, es ist nicht nur ein Spiel, wo die Leute einfach spielen kann. Es ist wirklich ein Spiel, wo Kinder und auch Erwachsene was lernen kann. Es ist sehr hilfreich. Es ist ein Kind. Es zeigt wirklich ein Kind, ob man wirklich ein echtes Tier nach Hause nehmen soll, aus dem Tierheim oder so, was, wo auch immer. Die müssen Verantwortung übernehmen, die müssen über die Tiere kümmern, pflegen, die müssen futtern, die müssen mit denen spazieren gehen. Und wenn die das nicht machen und wenn die nicht futtern und so, und dann ist es wie im normalen Leben, im echten Leben. Die Tiere werden dann sterben. Und es ist gut für die Eltern zu sehen, wie viel Verantwortung diesen Kind im Prinzip hat. Und natürlich ist es ein geiles Spiel. Natürlich. Und wenn man lang genug spielt, dann findet man ein Einhorn. Und das ist das Schönste. Ein Einhorn? Ich habe kein Einhorn bis jetzt gefunden. Ich liebe Einhörner. Ja, er ist so süß. Ich habe Bilder von er oder sie gesehen. Ich weiß nicht, ob es ein er oder sie ist, weil ich habe ihn noch nie gefunden. Und ich warte täglich drauf, dass irgendwann das springt übers Weg, ne? Über meinen Weg. Aber der kommt nicht. Aber du garantierst uns, dass es da ein Einhorn gibt? Da gibt es ein Einhorn. Ich glaube, ich habe euch das erzählt. Ich glaube, ich sollte das nicht sagen. Das ist gut. Wir haben exklusive Infos. Oh mein Gott, wenn man lang genug spielt, dann bekommt man ein Einhorn. Ich werde mich auf die Suche auf jeden Fall machen. Ich habe noch lange suchen. Wer weiß, was der uns weil hier erzählt. Ich bin tagelang dabei. Und ich finde den blöden Pferd nicht. Okay, ich muss mich hier echt konzentrieren mit dir, dass ich meine Frage hätte. Ich habe auch geguckt, ob ich den Horn irgendwo finden könnte, dass ich auch an mein Pferd dann so tun könnte, aber ich habe das noch nicht gefunden. Aber ist nicht schlimm. Irgendwann wird es auftauchen und werde ich mich nicht mehr freuen. Und dann natürlich, du weißt, was dann passiert, dann kommt noch ein Erweiterungspark mit noch mehrere Tiere und dann würde ich mich nochmal freuen. Und dann sind wir wieder von vorne an. Und wir sind auf jeden Fall wieder dabei dann. Ja, hoffentlich. Ich habe noch eine Frage an dich und zwar hast du nur eine Frage an mich. Jetzt nur noch eine. Aber mir fallen bestimmt noch mehr ein. Okay, wir ziehen das in. Du hast ja dieses Jahr den Preis bekommen, und zwar den Bumerang Tierstar für dein Tierengagement. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Hierzu. Schön, dass du das gesehen hast. Natürlich. Ich setze mich sehr, ich erwarte auch keinen Preis. Ne? Ich mache das, weil ich das unbedingt machen möchte. Ich bin ein tierlieber Mensch. Ich tue alles, was ich kann für das Tierheim Treusdorf in der Nähe von wo ich wohne. Ich gehe auch manchmal mit den Tieren spazieren. Ne? Ich würde nicht sagen, mit die Katzen spazieren, aber Hunde halt. Aber jeder Cent, die ich übrig habe, was ich auch spenden kann, dann spende ich halt. Und ich gehe immer in die Stadt rein und kaufe haufenweise so Futter für die Tiere und so. Und das ist mir sehr wichtig. Deswegen, dass ich mich wirklich über auch einfach tierisch gefreut habe, weil es ist eine Sims-Geschichte. Es ist eine Tiergeschichte, was auch im Prinzip zeigt Verantwortung. Und das finde ich toll.
Ich komme immer auf dieses Thema zurück. Das ist ganz, ganz toll von mir. Zufällig. Aber kann ich auch über mein Album sprechen? Gerne. Ganz kurz. Ich als Musikerin will es unbedingt hören. Okay, wir haben, Paul und ich, ein Album über die letzten 2,5 Jahre entwickelt. Es hat lange gedauert, weil wir waren auch nicht schlüssig, ob wir das überhaupt machen sollten nach Broses und so. Es ist ein Opern-Pop-Album. Es heißt Two Ways. Es kommt Ende November auf den Markt. Und es ist, ob ihr das glaubt oder nicht, es ist nicht um Geld zu verdienen. Es ist wirklich ein Dankeschön an unsere Fans, die uns geholfen haben über die letzten Jahre und treu geblieben sind, ne? Oder zu uns gestanden sind. Und es hat Coversongs drauf, es hat eingeschriebene, so selbstgeschriebene Songs drauf und wir freuen uns jetzt. Wer hat die geschrieben? Wir haben Produzenten aus England gehabt, die haben für Il Divo und Catherine Jenkins gearbeitet und die haben die Songs auch selbst geschrieben und den Rest Songs auch produziert. Wir haben super tolle Jungs aus Berlin, Snoopy Lads heißen die beiden und die haben zwei Songs für uns gemacht und wir haben den Frühstücksfernsehen-Song Es ist überhaupt nicht schlimm, ist auch drauf. Hast du auch gesehen. Natürlich. Und wir freuen uns, weil das ist was Schönes. Es ist, wir sind, dieses Jahr ist unser 10-jähriges Jubiläum. Wir sind 10 Jahre zusammen, Paul und ich. Herzlichen Glückwunsch. Und dafür, ich glaube, das ist es auf jeden Fall bereit, ein Album auf den Markt zu bringen, dass die Leute wenigstens was in die Hände haben. Wie war es denn, mit den Lebensgefährten zusammenzuarbeiten? Gab es da auch mal Zoff oder war es relativ harmonisch? Wie war es? Schrecklich. Nee, es ist wirklich schön, weil wir sind viel weg voneinander und hat uns wirklich wieder zusammengebracht und wir mussten viel miteinander arbeiten und Paul ist sehr ein angenehmer Mensch. Ich weiß, dass ich manchmal sehr schwierig sein kann und ich bin ein bisschen ausgeflippt, ein bisschen verrückt und ich gehe schon ganz schnell ab, wenn ich will. Aber Paul ist jemand, der bringt mich immer wieder runter und das finde ich toll. Ich bin halt ein gut gelaunter Mensch. Ich will Leute zum Lachen bringen. Ich will einfach nur schöne Sachen im Leben machen und schöne Sachen andere Leute dann im Prinzip schenken. Du steckst auch immer jeden mit deiner guten Laune an. Ich hoffe. Ja. Weißt du, ich gebe nicht auf. Natürlich, es gibt Leute, die das nicht gut finden und die denken halt, wie kann man immer so gut gelaunt sein und das geht nach einer gewissen Zeit auf den Keks. Aber ich denke halt, aber ich bin, wie ich bin, ich kann mich nicht ändern. Und ich bin ein gut gelaunter Mensch. Und entweder müssen die Leute das akzeptieren oder einfach wegschalten. Aber das tun die anscheinend nicht. Die schalten nie weg. Gibt es denn was dich auf die Palme bringt? Auf die Palme? Aha. Kokosnüsse. Und jetzt im Ernst, gibt's was, du bist immer, man sieht dich immer lächeln und gut gelaunt. Gibt's was, wo du richtig sauer oder stinkig wirst? Nein, eigentlich nicht. Außer wenn mein, Nee, das ist auch nicht, ich würde, wirklich nicht. Es gibt nicht. Traurig bin ich manchmal, aber nicht wütend oder aggressiv oder so. Nee, das nicht. Ja, schön für dich, das ist gut. Nee, wirklich schön. Manchmal, wenn meine Mutter immer wieder die gleiche Frage stellt, ne, oder will immer das gleiche wissen, 1000 Mal, dann geht natürlich irgendwann dann so, oh Mama, ich habe das schon oft gesagt, ihr müsst es einfach nur im Kopf beibehalten. Ne? Das geht, aber meine Mutter wird auch ein bisschen älter. Ne? Sie ist nicht immer die Jüngste und sie vergisst auch manche Sachen. Aber sonst, wenn mein Mann schnell fährt, das mag ich nicht. Okay. Das ist eine gute Antwort. Das kann ich gut verstehen. Ja, der fährt sehr schnell. Er mag das. Der ist ein richtiger Junge. Ich frage ihn auch, ob er wirklich schwul ist manchmal. Ich denke halt, weil er baut an Autos rum, er liebt seinen Computer und er macht alles, was so richtige Männer macht. Ne? Und ich denke immer so, okay. Aber ist ja auch attraktiv, ne? Ja. Ich bin auch aber ich bin der dekorative Mensch zu Hause. Ich mache das alles schön. Ja, wir ergänzen uns gut. Ich war noch nicht fertig. Ich frage dich, kannst du was vorsingen für uns? Ja. Ja? Machen wir das jetzt zusammen. Was können wir zusammen singen? Wir singen. Baby, I believe that you were. Okay, Baby, I believe that you were meant for me. And if there's somebody, then baby, I believe that somebody is you. And everything I do. 'Cause baby, I believe. Die Sims einfach tierisch. Vielen Dankeschön, Dank, vielen schön. Dank, Ross, für das Interview. Ich wünsche euch viel Spaß mit Die Sims 3 und ich würde sagen, wir gehen noch eine Runde zocken. Nicht nur Die Sims 3, auch einfach Sims, tierisch. Sims 3 die Erweiterungspack, ne? Ja, genau. Das ist ganz, ganz wichtig. Genau. Vielen Dank, Ross. Wir gehen was reiten? Wir gehen was reiten. Nee, du gehst reiten, ich schaue einfach zu, ne? Okay. Ich habe eine Pferdeallergie, deswegen, dass Die Sims auch gut für mich ist, ne? Tschüss, macht's gut. Tschüss.